Ich glaube, das Telefon klingelt gleich. Ich spüre es. Hallo? Sam Everett hier. Super. Vielen Dank und bis heute Abend. Woher wusstest du, dass das Telefon klingeln wird? Oh, ich spüre da ein leichtes Stechen, kurz bevor irgendwas Wichtiges passiert. Aber... Das war der Anruf, auf den ich gewartet habe. Es geht um dieses aufregende Forschungsexperiment. Jeder in Oxford, der davon erfährt, will mitmachen. Zum Glück wissen nicht viele Bescheid. Und gut bezahlt ist der Job auch. Das freut mich für dich. Aber hast du wirklich immer diese Vorahnungen? Nicht immer. Nur dann, wenn es ein Zeichen des Schicksals ist, so wie du es gesagt hast. Dieses Experiment wird übrigens von einem bekannten Neurobiologen durchgeführt. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, irgendwann in Richtung Medizin zu gehen. Deswegen wollte ich mal bei so einem Experiment mit dabei sein. Angela? Ein bekannter Neurobiologe? Wie heißt er? Er ist Professor und heißt, Dr. Stiles. Er ist echt beeindruckend und weltbekannt. Es gibt da ein paar dumme Gerüchte über ihn, aber die sind sowas von daneben. Wie auch immer, das ist ein wichtiges Forschungsprojekt, bei dem man viel dazulernen kann. Vor allem, wenn man in Richtung Medizin gehen will, verstehst du? Es kann gut sein, dass sie noch einen Freiwilligen brauchen. Wenn du willst, kannst du mitmachen. Das wäre doch lustig. Meinst du wirklich? Klar, gleich heute Abend, wenn du willst. Ist der erste Tag des Experiments. Bist du sicher? Musst du nicht erst dort anrufen und fragen? Nein, Dr. Stiles meinte, er braucht noch ein paar Freiwillige. Ich rufe an und sage Bescheid, dass du kommst. Danke, Sam. Dann sehen wir uns heute Abend. Gerne. Hi. Schöner Tag heute. Zumindest für ein Sonnenbad. Gott sei Dank, endlich mal ein bisschen Abwechslung. Die Langeweile hätte mich fast umgebracht. Ich bin Helena. Samantha. Oder einfach Sam. Studierst du hier? Siehst nicht so aus. Klar studiere ich hier. Und du? Seit 2 grandiosen Wochen. Die schönste Zeit meines Lebens. Macht's dir was aus, wenn ich dir Gesellschaft leiste? Ich warte auf einen Freund. Tja, also... Der scheint ja wirklich ganz schön verschlossen zu sein. Ich muss mir etwas einfallen lassen und eine sinnvolle Frage oder so stellen. Mit Smalltalk kommt man bei ihm nicht weit. Homers Elias. Oben liegt ein Brief von einer gewissen Gertrude Eddington. Ich wette, das ist seine Mom. Der ist ganz schön hartnäckig. Ich muss mir einen guten Trick einfallen lassen. Den Trick mag ich, macht in diesem Fall aber nicht wirklich Sinn. Im Moment kann ich nur den ersten Teil des Tricks versuchen, um schon mal den Brief zu kriegen. Man sagt, dass weiße Schäfchenwolken darauf hindeuten, dass es ein guter Tag zum Drachenfliegen ist. Ich sehe gar keine Drachenflieger. Ach, das sagt man halt so. Bis später, Homer.
ganz schön heiß. Charles' Mom mischt sich in der Tat ganz schön in sein Leben ein. Aber muss schön sein, wenn man wenigstens jemanden hat, dem man wichtig ist. Wie praktisch, dass sie das Flugblatt für eine Gesundheitsmesse beigelegt hat. Das könnte klappen. So, ich versiegle den Brief wieder. Jetzt muss ich ihn nur noch zurücklegen. Jetzt kann ich den Trick abschließen und den Brief wieder zurücklegen. Hey, Homer! Weißt du zufällig, ob man mit dem Münztelefon da drüben auch internationale Gespräche führen kann? Ich überlege gerade, ob ich nicht mal meine Mom anrufen soll. Das weiß ich leider nicht. Kein Problem, ich schau nach. Man sieht sich. Gibt's doch gar nicht. Wie hast du das gemacht? Ich habe nicht mehr als ein Hallo aus dem Kerl rausbekommen und ihr zwei plaudert nur so dahin. Ach, weißt du, wenn man zusammenarbeitet, kommt man sich schnell näher. Bei Charles muss man aber zaghaft vorgehen. Er ist so unerfahren. Du bist ja ein richtiger Vamp. Also, kommst du heute Abend oder habe ich Charles ganz für mich alleine? Jungfräulichkeit ist solch ein vergängliches Gut. Du Ausgeburt des Teufels! Bist du dir sicher, dass die Sache ungefährlich ist? Ich würde dich doch nicht in Schwierigkeiten bringen. Also gut, ich bin dabei. Wird sicher lustig. Hallo? Kommen Sie sofort hierher. Sie sind spät dran. Ich glaube, Sie wollten jemand anderes sprechen. Das ist eigentlich nicht mein Handy. Ich weiß genau, wer dran ist. Es gibt für heute Abend noch viel vorzubereiten. Kommen Sie sofort hierher. Dr. Stiles, also ich habe 4 Leute aufgetrieben, aber 2 fehlen noch. Wenn Sie mir noch eine Stunde geben, dann... Sie haben 4 Freiwillige? Ja, war gar nicht leicht. Das sollte reichen. Heute hat sich bei mir noch ein Student als Freiwilliger gemeldet. Und Sie sind die 6. Person. Ich bin was? Machen Sie sich endlich auf den Weg hierher. Sofort. Na wunderbar. Anstatt irgendwelche Trottel zu finden, bin ich jetzt selbst einer. Okay, langsam kriege ich ein bisschen Bammel. Zur Hölle mit diesen ganzen dummen Gerüchten. Wenn er wirklich sowas wie ein Monster ist, dann kann ich doch einfach abhauen, richtig? Richtig. Ich kann schließlich schnell rennen. Komm schon, Sam, reiß dich zusammen.